Hi, welcome back. Es ist mitten in der Nacht am Freitag. Okay, eigentlich ist es abends. Für Kleinkinder wäre es jetzt mitten in der Nacht. Für uns ist 21 Uhr noch eine ganz angenehme Zeit. Wenn ihr euch mal einen Tag voller Energie fühlen wollt und voller Lebensfreude, dann geht ihr, auch wenn ihr 18 seid, einfach mal um 21 Uhr ins Bett. Dann könnt ihr euch am nächsten Tag besser konzentrieren. Also vielleicht reicht nicht einmal, weil man muss sich an die etwas frühere Schlafenszeit gewöhnen. Vielleicht müsst ihr das mal 3 oder 4 Tage probieren. Aber wenn ihr es wirklich schafft, mal eine Stunde länger zu schlafen, weil ihr früher ins Bett geht. Nicht ausschlafen, sondern einfach früher ins Bett geht. Das ist besser als jeder Energy Drink. Ihr könnt euch dann Sachen besser merken, ihr seid fitter und wacher. Und wenn ihr auch sonst keinen Bock habt, euch im Unterricht zu melden oder in der Ausbildung oder im Studium, ja, wenn ihr richtig wach seid, könnt ihr euch konzentrieren, während alle anderen schon längst müde sind. Ja. Wenn ich das vorher beherzigt hätte und immer pünktlich schlafen gegangen wäre, dann wären bestimmt ab und zu mal meine Noten deutlich besser gewesen. Ich weiß, man hat immer das Gefühl, man verpasst was. Man verpasst den Film, man will mit seinem Partner wach bleiben oder man hat irgendwelche anderen Gründe, noch zu zocken oder zu lesen oder zu quatschen. Aber geht pünktlich ins Bett. Ich kann es euch nur empfehlen. So, die verkaufe ich mal direkt. 40. 40 ist kein Geld, dafür gebe ich es nicht her. Aber die Sachen sind durchaus verkaufs. Würde ich den Tee brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, ich brauche ein paar mehr von den Eiern. Aber da haben wir ja wie gesagt noch Platz. Was mache ich denn mit den ganzen Blaubeeren? Ich wusste ja, dass das viel wird, aber dass das so viel wird. Moment. Da ist schon wieder die Kamera anlockt. Bin echt ein Schlumpf, wirklich. So, dann packe ich die hier erstmal rein. Okay, passt soweit. Die kann ich ja noch mal umwandeln und dann packe ich die hier noch mit rein. Umwandeln meine ich in Samen umwandeln. So, das sind unsere Poterrot. Unsere wertvolle Saat. Nein, wo sind denn die Samen? Hier nicht. Hier. Okay, mache ich so. Jetzt ist hier wieder Platz. Meine Güte. Auch sortiert, super. Es sind nur 3 Stück. Die nehme ich mal raus. 4 mal 4 war 16, habe ich ja schon gesagt. Dann kommen da auch noch mal Seeds. So. Okay, und ich kann wieder Honigfisch herstellen. Den kann ich dann am nächsten Tag mit auf dem Markt verkaufen. Mein absolutes Lieblingsrezept ist Honigfisch. Ja, man merkt's. Ist vielleicht nicht das Allercoolste, aber das, was ich am unkompliziertesten finde. Mal schauen, ist Dahlia eigentlich immer noch zu Hause? Ja, leider. Ein Amethyst, ein Bier und ein paar Eier. Also Eier haben wir. Fisch haben wir auch. Achso, 3 Eier, nicht 4, okay. Ja, ich weiß. Man muss sich nur mal ein bisschen konzentrieren, dann wird das schon. Ach, wie oft ich den Satz schon gehört habe. Aber wenn man müde ist, ist man müde. Und mich hat letzte Nacht das Kind in meinem Bauch ganz schön auf Trab gehalten. Ich konnte nicht links rumliegen, ich konnte nicht rechts rumliegen und auf dem Rücken war auch irgendwie doof. Also habe ich es mal so probiert und mal so, war alles
Ein bisschen suboptimal. Ach Gott. So. Den Reis muss ich auch mal loswerden. Warum schleppe ich den mit rum? Und das Holz will ich jetzt auch mal wieder wegpacken. Ach, so viel zu tun. Nicht. Ich drücke hier immer auf U und der will mal irgendwas mit der Kamera machen. Oh, das ist schon ein bisschen doof, ich weiß. So ganz bisschen doof bin ich schon. Ah, nein. Ja. Kann ich noch was anderes tun? Espresso herstellen, 8-mal. Gut, warum nicht? Gekochten Reis. Das und das, aber das brauche ich gerade nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Sachen, die ich unten im Inventar habe, diese Special-Mahlzeiten, ob ich die jemals brauchen werde. Kann ich nicht einschätzen. Ich habe die einfach mal gekauft. Hätte sein können, dass da noch irgendwie eine Quest kommt. Hey, bring mir mal Pan de Muerto oder Tamales oder wie auch immer die Sachen heißen. Bisher kam noch nichts. Und zur Not können wir den Fisch auch noch mitverkaufen, obwohl wir nächsten Tag ja auch noch mal Honig kriegen. So. Ich gucke noch ganz schnell Fernsehen. Um Rezepte freizuschalten. Oh, ein Raspberry Cake. Oh, der sieht lecker aus. So, ich schlafe nicht so lange. Immerhin haben wir jetzt unseren Lieblingssamstag. Schon wieder fertig gucken. Da kommt immer nur sowas Langweiliges. Wer braucht denn eine Billigsuppe aus Korn und Kartoffeln? Also Mais und Kartoffeln. Okay. Eigentlich bin ich gut gerüstet. Eigentlich muss ich noch gießen. Wenn man sich konsequent daran hält, dass man das Feld optimal breit macht und dann trotzdem daneben gießt, dann hat man alles richtig gemacht. In Sachen verpeilt sein. Ich dachte, die Pilze wären schneller fertig. Stand da nicht nur 8 Tage dran? Die sind doch schon viel länger hier auf dem Feld. Oder habe ich einfach nur zu oft vergessen, die zu gießen? Cool, hier können wir auf jeden Fall noch einmal ernten. Heute ist ja der letzte Herbsttag. Das ist krass. Ja, genau genommen lohnt sich das gar nicht, hier noch Wasser rüber zu kippen. Aber ich mach's trotzdem mal. Pflanzen sind auch nur Lebewesen. Ja, für einmal lohnt sich gar nicht so richtig, aber ich mach's mal trotzdem. Wenn ich schon dabei bin. So, die und die und die und die und die. Und auch die hier, alle kommen mit. Gebt mir Honig, der macht fit. Gebt mir all euren Honig und zwar gleich. Ich werde nämlich durch Fisch hier reich. Nochmal 19 Stück, okay. So, und dann die Schuhe schnüren und auf und davon. Die können wir ja diesmal verkaufen. 3. Nee, Saft ging nicht draus zu machen. Das habe ich schon probiert, nur falls jemand fragt. Blaubeeren waren die einzigen, aus denen man keinen Saft machen soll. Kann. Ach so, wir haben ja jetzt Tiere. Auch wenn die hinter der Mauer gut versteckt sind. Nein.
Da habe ich noch keine drin. Ich kümmere mich mal erst um die Tiere. Also diesmal dürft ihr wirklich raus, weil im Stall seid ihr nur im Weg. Kommt mal raus. Ja, genau, bewegt euch mal. Ihr könnt, während sie noch das eine schaufelt, schon den nächsten Kackerhaufen anklicken. Spart man ein bisschen Zeit. Ihr sollt übrigens auch raus? Hallo? Oh, lasst euch Zeit. Na, okay. Wenn die nicht aus dem Knick kommen, ich kann ja hier nicht ewig warten. Ich meine, es ist ja sinnvoll von der KI, dass die nach und nach rausgehen, aber... Oh, da können sich doch immer zwei Gleise die auf den Weg machen. Ich meine, so dick seid ihr doch gar nicht. So, dann könnt ihr... Euch habe ich schon, ne? Genau, den Stier habe ich auch schon, aber dich noch nicht. Einmal melken willst du noch nicht. Und Mitternacht wurde auch noch nicht gekrault. Komm mal hier. Kleine schwarze Mini-Kuh. Die sind aber auch echt süß, oder? Und vielleicht haben wir irgendwann Pferde oder sogar Kälbchen. Oh, das kleine Huhn ist ja immer noch ganz alleine. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, um erwachsen zu werden. Ja, du bist jetzt draußen, ich weiß. Du haust mir aber nicht ab, nur so zur Info, ja? Reicht ja, wenn eins draußen rumsteht. Und jetzt auf zum Markt. Eigentlich müsste ich diesmal keinen Fisch kaufen. Das muss ich wieder über die Truhe verkaufen. Fisch müssten wir ja noch ungefähr 200 Mal da haben. Da, 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 da. Die Musik ist schön, oder? So, was wir diesmal shoppen gehen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis gleich, eure Bionalu. Tschüss.